Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und damit willkommen zum Spiel zwischen Costa Rica und Deutschland. Der Gruppe E, letztes Spiel. Ich bin der Netz vom Kanal M615, der Kommentator dieser Begegnung. Und ja, im Parallelspiel zwischen Japan und Spanien geht es darum, wer zieht mit dem deutschen Team ins Achtelfinale. Ja. Natürlich, hier steht eigentlich mehr oder weniger schon fest, wie die Situationen sind. Aber als erstes gibt es eine nationale beider Teams. Als erstes die von Costa Rica. Anschließend gibt es die Nationalhymne von Deutschland. Und damit kann die Partie losgehen, oder besser gesagt, die Analysen beider Teams. Als erstes die von Costa Rica. Sie spielen heute wieder traditionell defensiv 5-4-1-System. Ja, hat bislang nicht Früchte getragen. Costa Rica mit einem Torverhältnis von minus 4. Man selber hat zwar ein Tor erzielt, ja, aber bisher hat es einfach nicht geklappt mit einem Sieg. Vielleicht, ja, vielleicht gegen das deutsche Team. Möglich ist einiges. Costa Rica ist bereits ausgeschieden, dadurch, dass eben Japan gegen Spanien im direkten Duell spielt. Beide auch noch 3 Punkte haben, heißt also, egal was da passiert, Costa Rica kann nicht weiterkommen. Dasselbe gilt eben für Deutschland andersrum. Deutschland mit 6 Punkten, heißt also, sie sind bereits eine Runde weiter. Und das deutsche Team mit bislang der einzigen roten Karte dementsprechend in der Innenverteidigung, Schlotterbeck, nun von Anfang an dabei. Tah ersetzt die Ersatzposition. Also Rüdiger fällt aus. Rot vom Feld gegen Spanien. Und dementsprechend hier und heute will das deutsche Team das den Erfolg gegen Spanien einfach nochmal erneut haben. Bloß gegen Costa Rica und damit geht's los. Costa Rica in den roten Trikots gegen Deutschland in schwarz. Also für beide Teams geht es mehr oder weniger um nicht mehr so viel. Also Costa Rica könnte rein rechnerisch noch Dritter werden. Deutschland könnte rein rechnerisch noch Zweiter werden, im negativen Sinne. Also da ist einiges drinne, aber eben nicht so interessant vielleicht wie das Parallelspiel. Dazu werden wir aber keinerlei irgendwie Zwischenergebnisse, werde ich nicht sagen, wie das Ergebnis da momentan aussieht. Das könnt ihr euch entweder, habt ihr es schon angeguckt, wisst, wie das Ergebnis gelaufen ist, oder eben andersrum, ihr guckt euch das als erstes an und dann das andere Spiel. Also, das deutsche Team in schwarz. Natürlich die große Frage, wer spielt gegen Belgien und wer gegen Kanada? Das ist die Frage. Der Gruppenerste spielt gegen Kanada und der Gruppenzweite gegen Belgien. Das sind vielleicht nicht wirklich angenehme Gegner und dementsprechend natürlich ein Gruppensieg würde dann der Gegner Kanada heißen im Achtelfinale. Aber erstmal schauen, wie dieses Spiel laufen wird. Natürlich, bei einem Unentschieden ist Deutschland Gruppenerster, das ist dann auf jeden Fall klar. 7 Punkte hätten sie dann mit einer Niederlage, ne, je nachdem, wie das andere Ergebnis aussieht. Denn aktuell hat man ein Torverhältnis von plus 2. Heißt also, ein Sieg von Japan bedeutet das natürlich bei einer Niederlage der deutschen Nationalmannschaft, dass sie nicht Erster wären, sondern Zweiter. Neuer hat ihn hier gegen Campbell gehalten. Bei Spanien sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Situation dann die, falls Deutschland hier mit einem Tor verlieren sollte und Spanien mit einem Tor gewinnen sollte, reicht es nicht direkt, ausgenommen. Es gibt da eben viele, viele Tore. Dann kann es auch so sein, dass eben dieses eine Tor zum Gruppensieg reichen wird. Aber erst die erste Chance hier für das deutsche Team. Gnabry, ja, ärgert er sich natürlich ein wenig, dass er den da so schwach in Richtung Tor gebracht hat. Aber Navas hier musste nicht eingreifen. Natürlich, Navas, jemand, der hier regelmäßig bislang für Costa Rica versucht hat, alles zu halten, was nur möglich war. Aber es hat einfach nicht sollen sein gegen das japanische Team. Und dadurch eben die Chance verwehrt auf ein Weiterkommen. Torres.
und Campbell. Campbell verliert den Ball gegen Schlotterbeck. Kontermöglichkeit für das deutsche Team über Thomas Müller. Sané. Ja, den ersten Ball hat er zwar verloren, den zweiten hat er sich aber direkt wieder erobert. Sané, Gnabry versucht sich hier richtig zu positionieren. Und Timo Werner mit der Chance. Aber da sieht man diese Qualitäten, die ich eben erwähnt hatte, von Navas. Der will sich ja auf jeden Fall wieder durchsetzen. Klar, bislang hat er das mit 5 Gegentoren noch nicht, wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig getan. Eckball für das deutsche Team, Kopfball von Weston rausgeklärt. Aber trotzdem Deutschland am Ball über Kimmich und Müller. Starker Pass auf Leon Goretzka. 1-0 Deutschland. Ja, lässt sich natürlich da feiern, klar. Aber wir schauen uns das nochmal an. Das lässt er dann, der Timo Werner lässt den Ball einfach durchlaufen. Und das war eben die richtige Option. Und Leon Goretzka mit dem 1-0, mit der Führung für das deutsche Team. Bedeutet also im Umkehrschluss, mit dem Ergebnis ist Deutschland Gruppenerster, Costa Rica dagegen ist mit keinem einzigen Punkt dann Heimfahrer. Aber wir sind erst in Minute 27, es ist noch genug Zeit, um hier das Spiel eventuell drehen zu können. Sané klärt erstmal den Ball hier in der Verteidigung. Werner und Thomas Müller, langer Ball Richtung Sané. Sané direkt wieder Richtung Mitte und Weston, ja so nicht, so nicht. Weston kriegt das Ding gegen den Arm, es gibt Elfmeter für Deutschland. Und schwupps ist der Ball gegen den Arm gesprungen. Ja, so schnell gibt es auch einen Elfmeter. Elfmeter Müller. Müller gegen Navas. Die Frage, gibt es das zweite Tor für Deutschland? Müller und anderes Tor. 2-0. Auch Müller mit dem ersten Tor in dieser Weltmeisterschaft. Und auch hier schauen wir uns das natürlich an, was der Elfmeter gebracht hat. Also, er schaut die richtige Ecke, zielt aber sehr mittig. Und Navas, ja, springt genau in die Ecke, wo Thomas Müller die ganze Zeit hinschaut. Und das war am Ende eine Finte. Es war am Ende eine Finte. Müller mit dem 2-0. Und da können wir natürlich jetzt auf einiges gespannt sein, ob das hier auch so weitergeht. Müller. Und Sané. Wieder Müller. Und der scheitert. Campo. Und jetzt soll natürlich der Ball langsam nach vorne geführt werden. Langsam soll der Ball eben in Richtung Tor von Manuel Neuer. Ja, Tejeda. Tejeda! Mal aus Reihe 2 versucht er hier Neuer zu überraschen. Aber der, ja, souverän zur Stelle. Es gibt den Eckball für Costa Rica. Ecke wird kurz getreten, Torres und Barnett und Borges! Anschlusstreffer! Borges, zweiter Treffer für Costa Rica überhaupt, der Kapitän, natürlich er freut sich. Hier ist wieder was drin für das kostarikanische Team, natürlich die Fans sind auch begeistert und Neuer alles andere als das. Der Ball im Endeffekt eigentlich sicher aus Sicht der Deutschen, aber was auch immer da die Verteidigung gedacht und gemacht hat, das war nicht verteidigen. Raum nicht gut verteidigt und Neuer, ja,
Das kann der eigentlich auch besser. Das hatten wir ja schon im anderen Spiel gehabt. Diese Situation des Torwarts, da bewegt er sich etwas falsch, geht der Ball unglücklich damit ins Tor. Und damit ist es der Anschlusstreffer für Costa Rica. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommen sie hier zurück? Holen sie sich hier einen Punkt, der natürlich historisch schon wichtig ist? Borges, rausgespielt auf dem Flügel Richtung Filler. Und wieder Borges, aus Reihe 2. Der versucht hier direkt den Doppelpack hinzulegen. Neuer aber dieses Mal zur Stelle und kann den Ball abwehren. Werner, ja, das war nicht stark genug. Das war nicht stark genug, es gibt Freistoß für Costa Rica. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Eine und eine halbe ist bereits rum. Heißt also noch knapp 30 Sekunden auf der Uhr. Und da ist ein Foul von Raum, das aber nicht bewertet wird. Und das Foul wird auch nicht bewertet. Hier ist Halbzeit. Costa Rica liegt hinten mit 1:2. Das deutsche Team führt durch unter anderem den Elfmeter von Thomas Müller. Und Borges, sein Tor könnte eventuell ein Zündlein an der Waage werden. Mal gucken, wie Durchgang 2 denn laufen wird. Durchgang 2, herzlich willkommen zurück zur Partie zwischen Costa Rica in Rot spielend gegen das deutsche Team in Schwarz. Und Costa Rica liegt hinten mit 1:2 durch einen Elfmeter von Thomas Müller. Ja, lagen sie erst 2-0 in Front, jetzt liegt es nur noch 2-1, denn Borges hat kurz vor Ende des ersten Durchgangs noch getroffen. Aber Timo Werner macht erstmal den alten Vorsprung wieder da. Werner, dritter Treffer in dieser Weltmeisterschaft. Und da kommen sie ganz fit in Durchgang 2 rein. Kurz den Verteidiger einfach mal ins Leere laufen lassen. Und dann in der Lücke stehen geblieben, bis der Pass dann auch da ist. Navas, ja, dann zu spät da. Und dementsprechend klingelt es wieder hinten. Deutschland führt mit 3:1 durch Timo Werner. Und jetzt natürlich vielleicht die Euphorie mit diesem Gegentor direkt gelöscht. Aber vielleicht, ja, vielleicht ändert sich was. So nicht. Werner kommt am ersten vorbei. Werner kommt am zweiten vorbei. Wird hier gefoult. Schiedsrichter sagt aber erstmal, oder besser gesagt, Schiedsrichterin sagt erstmal hier nein. Und dementsprechend Kontermöglichkeit. Tejeda. Jeder nimmt zu viel Tempo raus, da sind sie dann alle wieder da und Süle nimmt sich den Ball, bevor Campbell ihn hat. Ja, Riesenmöglichkeit hier für Costa Rica wieder in Richtung Anschlusstreffer zu gehen, aber eben durch das Tempoverlust von Tejeda. Zwar der hat die Chance, der relativ gut vertan wieder. Wieder Tejeda mit dem Pass, aber da hat Manuel Neuer keine Probleme, den zu klären. Also die Frage, offensiv jetzt was zeigen oder nein, aber das hier ist keine gute Aktion. Weston mit der gelben Karte, da für ihn ist auch dieser Tag ein gebrauchter Tag, also da läuft wirklich gar nichts. Wechsel auf Seiten von beiden Teams. Costa Rica wechselt die 13 raus, dafür kommt die 22. Bei Deutschland geht die Nummer 10, dafür kommt die 16 aufs Feld. Halbe Stunde noch auf der Uhr. Also das Parallelspiel mit diesem Ergebnis auch völlig irrelevant. Also das deutsche Team wird als Gruppenerster durchkommen. Werner und Reus. Auch der aus der Distanz. Der Schwung war nicht schlecht. Aber Navas eben besser und erklärt ihn zur Ecke. Ecke für das deutsche Team. Wechsel bei Costa Rica. Die Nummer 8 geht. Dafür kommt die 11 aufs Feld. Und natürlich die deutschen Fans feuern natürlich ihr Team nochmal an. Sie wollen hier nochmal einige Tore haben. Reus!
mit dem Kopfball. Aber der kann Navas auch nicht überlisten. Nächste Chance hier für Costa Rica. Starker Ball rübergespielt Richtung Borges. Aber Raum dieses Mal da. Goretzka. Und wieder Werner. Werner nach vorne. Kimmich. Und wieder Werner. Werner aus der Distanz. Aber Navas hat ihn. Und kann hier mühelos den Abstoß vollziehen. Und der Chance für Costa Rica. Campbell. Campbell! Ja, der Neuer beschwert sich. Wieso lässt ihr den freilaufen? Joel Campbell mit dem 2:3. Also Costa Rica hier keine Laufkundschaft. Eher im Gegenteil. Sie machen es der deutschen Mannschaft schwer. Auch wenn das Ergebnis immer noch den Gruppensieg für das deutsche Team heißt. Aber Campbell, saubere Ballannahme, saubere Verarbeitung und sauberes Tor. Und damit das 2:3. Und damit sind sie natürlich wieder dran am Punkt. Joel Campbell, 70. Minute. Costa Rica kommt wieder ran. Und jetzt die Frage, wittern sie hier vielleicht sogar die Chance auf einen Punkt? Wieder Campbell. Und Borges, die beiden Torschützen hier. Aber Kimmich bleibt da souverän, bleibt da stehen. Erobert sich den Ball damit. Reus. Und Timo Werner. Werner immer noch. Spielt den Ball nicht ab, wird den wahrscheinlich jetzt abspielen. Nein, er versucht es selbst. Er versucht es selbst, natürlich. Da kann er sich auch ärgern. Wechsel auf Seiten der Deutschen, die 19 geht. Dafür kommt die 5 aufs Feld. Da hat er eigentlich die Möglichkeit, den Ball einfach rüber zu spielen, sich selbst gut zu positionieren und den Ball wieder zu fordern und vielleicht das 4:2 zu machen. Aber so versucht er das selbst und daraus ist nichts geworden. Sani. Und Werner. Werner wieder an Weston gescheitert. Es gibt den Eckball für das deutsche Team. Es gibt den nächsten Wechsel. Bei Costa Rica die 9 geht, dafür kommt die 21. Bei Deutschland geht auch die 9, aber dafür kommt die 6. Aufs Feld, 10 Minuten noch auf der Uhr. Ecke für das deutsche Team. Und Werner. Navas dazwischen. Oder besser gesagt, Navas hat ihn. Teda. Ja, Ball dieses Mal an Schlotterbeck nicht vorbeigegangen. Werner. Ja, dieses Mal schaltet er an Vegas. Und die nächste Chance war zu lang. War zu lang, konnte nicht dementsprechend aufgebaut werden. Werner. Und Kimmich. Ja, erobert sich den zweiten Ball. Gosens eingewechselt. Goretzka, jetzt geht's schnell für das deutsche Team, aber Werner versucht es wieder aus der Distanz und wieder ist er hier nicht siegreich. Schlotterbeck vor Campbell am Ball. Die letzten Minuten laufen, Schlussphase und das ist Abseits. Abseitssituation. Gucken wir mal an, ob sie korrekt war. Nein. Fehlentscheidung, kein Abseits. Glück für Costa Rica. 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Kommt Costa Rica hier noch zum Ausgleich. Campbell erobert sich den Ball. Venegas, nee. So nicht. Jetzt kann natürlich das deutsche Team dieses Ergebnis runterspielen, was gleichzeitig bedeutet, es ist der Gruppensieg für Deutschland. Sie spielen im Achtelfinale gegen das kanadische Team und der Ball trudelt Richtung Navas und dann war es das.
Deutschland gewinnt mit 3:2 und damit haben sie die volle Punktzahl in dieser Gruppenphase gereicht. Auch zwei hochspannende Spiele wahrscheinlich aus deutscher Sicht. Costa Rica geht ohne Punkte wieder nach Hause. Man of the Match. Schwierige Geschichte, Timo Werner anscheinend. Aber damit verabschiede ich mich von hier, von dieser Partie. Das deutsche Team gewinnt mit 3:2 gegen Costa Rica und ist damit Gruppensieger. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.